Produzent, nichts gut für Frau. Nie gut. Film überhaupt nicht gut. Nie gut. Aber sexy. Also wenn ihr so weitermacht, ne, dann wird euer Film nichts weiter als ein kleines, statisches Kunstkackhäufchen. Daniel? Er meint es nicht so. Hey, es ist kein Kunstfall. Oh, jetzt warte doch mal. Ich wollte ihn mal testen. Hey, das war jetzt auch du echt krass. Nee, das war gar nicht hier. Julia und Shorty, einer vereint. Schlangenbiss und Aale in der Hose machen mir nichts aus, deshalb starte jetzt und mach eine Million draus. Stell dir vor, du kommst an die erste Schlangengrube, über die du dich an einem Seil mit Haargel schwingst. Ich habe gerade Ziel. Schlangengrube? Gib mir mal die zwei. Ja, und dann schön drauf. Sag mal den zwei, ja, zwei so closer. Genau. Ja, immer schön mit dem Arsch wackeln, im Takt. Da ist ja schließlich Primetime. Und damit wir das Ganze ein bisschen spannender gestalten, kriegst du eine offene Tasche mit Feuerameisen umgehängt. Feuerameisen? Die drei hier. Sag mal, der 30 soll mal da gucken, versuchen von der Lütten die Hupen einzufangen. Weiter rechts. Verschiffe Profili von unten. Geil. Was ist denn jetzt hier mit dem... Was, warum denn schwarz-weiß? Wir machen doch hier kein Kunstkackhäufchen. Ja. Und das ist der Moment, wo wir dann die Wespen auf dich loslassen. Okay, komm ich da jetzt rüber oder nicht? Ja, du kommst durch. Mach doch einfach weiter, sonst kommen wir nie nach Hause. Ja, natürlich kommst du rüber. Ja, du tanzt dich zum nächsten Hindernis, zur Skorpiongrube, wo du dich dann unten durchroppen musst. Allerdings musst du dann auch immer jeweils ein Kleidungsstück ausziehen. Was macht die Schiedsrichterin denn da jetzt? Ist die... Abpfeifen, die Schiedsrichterin, die soll abpfeifen. Warum hört mich denn... Das kann doch nicht angehen, diese Scheiße hier schon wieder. Was ist denn das? Warum hört die mich denn nicht? Darüber kommst. Mach es doch einfach! Ja, keine Sorge, die hören jetzt sofort auf zu spielen.
Das hat doch alles gar keinen Sinn mehr hier. Der ganze Scheiß. Ja, wozu denn das Ganze? Entschuldigung, nicht persönlich gemeint, aber fickt euch. Ich dachte, das wäre nur ein Casting. So, jetzt mal alle hier gleich wieder zurück an den Start. Dann ist ja jetzt Pause, wenn der Regisseur weg ist. Hallo, was ist denn für eine Pause? Hallo, wir haben überhaupt keine Zeit für eine Pause. Hallo! Ja, was ist denn jetzt hier mit Tanzen? Ja! Kackvögel! Alles Kackvögel! Dilettante, kackende Vögel! Warum muss mir immer wieder diese gleiche Scheiße passieren? Das ist unfassbar. Was habe ich denn gemacht? Ja, ja, jeder Ruhm ist vergänglich. Guck dir doch die an, die vorhin dran war. Die Ex von Shorty. Tatort-Tante. Ach ja, die. Oh. Ich will nicht die Leberwerte sehen. Oh ja, ich will nicht ihre Leberwerte sehen. Aber wenn du darauf anspielst, warum ich so verquollen aussehe, ist diesmal nicht vom Schnaps. Ist von letzter Nacht. Neben uns, da wurde eine Bombe entschärft. Ich habe die Nacht in der Turnhalle verbracht. Boah, ist die kaputt, ey. Sorry, Polizeieinsatz am Hauptbahnhof. Kein Problem. Du, der Film hat schon angefangen, allerdings kommen wir bestimmt noch tiefer hin, ja. Ich dachte, wir wollten nur quatschen. Ja, nein, also aber heute läuft doch Trabi Goes to Hollywood mit Tommy Gottschalk. Das passt total zu unserem Projekt. Du, ich habe nicht so viel Zeit. Sag einfach, wie viel ihr braucht. Okay. Also, wir machen ja diesen super Auto-Comedians-Film von Uwe, ne? Und da braucht ihr wieder Geld. Ihr habt mich doch schon bei diesem Hitchcock-Ding als Co-Produzenten bekommen, über euer Crowdfunding. Ne? Nee, genau, aber diesmal... Sag mal, merkst du noch was? Du kannst nicht ständig anderen Leuten auf der Tasche liegen. So kann das nicht weitergehen. Mach endlich mal Karriere, lass dich vernünftig bezahlen für das, was du machst. Ich weiß. Weißt du, seit diesem Crowdfunding, da habe ich auch ein paar Freunde verloren. Und meine Oma will auch nichts mehr geben, macht sie jetzt aber trotzdem statt Weihnachtsgeschenke. Wieso kann das doch nicht weitergehen? Guck mich an, ich brauche auch Geld. Ich muss einen scheiß teuren Anwalt bezahlen. Wegen der Karre von Shorty, die Michi angesteckt hat. Ich muss jetzt beweisen, dass ich ihn davon abhalten wollte. Mann, du hast doch einen berühmten Vater. Du bist ein Vogel. Du bist Jan Vogel. Nutz das endlich mal aus. Weißt du, ich muss Sachen machen, die mir Spaß machen. Ne? Und die Sachen, die mir Spaß machen, bringen eben noch kein Geld. Weißt du, aber eigentlich wollte ich dich auch was ganz anderes fragen. Und zwar kannst du uns ein Auto besorgen. Karre. Ja, also ich meine so ein richtig cooles Auto. Eins, was sogar fliegen könnte. Ja, klar, da geht bestimmt was. Ich dachte, ihr braucht wieder Geld. Ja gut, Geld braucht man immer, ne? Aber diesmal haben wir prominente Schauspieler dabei. Das heißt, die Finanzierung ist deutlich leichter. Wer spielt denn bei euch mit? Ach, zum Beispiel der Frank Zander. Und wer noch? Oder ist das nur Frank Zander in einem fliegenden Auto? Naja, vielleicht noch der Oliver Kalkhoff und der Gottschalk. Deswegen wollte ich ja mit dir auch den Film gucken. Okay, pass auf. Ich steige noch einmal bei euch ein. Ich besorge dir dein Auto, ich besorge dir ein Budget. Schick mir eine Mail mit den Details. Ey, wie du das immer hinkriegst, das ist mir schleierhaft. Wir sehen uns. Und mein Name im Vorspann. Also so ein komisches Casting habe ich ja noch nie erlebt. Mhm. Alles so... top secret und heimlich hier. Ich würde am liebsten abhauen, aber ich habe halt gar nichts in der Pipeline. Warum wir jetzt aus einer Japan-EKTV-Show ein Musical machen müssen, das ist mir auch rätselhaft. Oh, ich kenne den Regisseur schon länger. Der ist eh voll komisch irgendwie. Nur Rebecca, die Räuberin, hat es natürlich gut als Schiedsrichterin. Bisschen das Fähnchen halten. Und muss ich nicht ausziehen. Nennt mich bitte nicht so. Wie? Wir sollen dich nicht mehr Schiedsrichterin nennen? Okay, gerne. Nein, das mit der Räuberin. Das ist echt schon ewig her. Boah, ist die fertig. Die tut mir voll leid. Oh, verdammt! Oh, Verzeihung. Meine Güte, was haben Sie denn da drin? Ein Bügeleisen? Zu viel Papier. Ich hoffe, Sie sind unversehrt. Unversehrt? Ja, keine Angst, ich bin nicht verletzt. Tut mir echt scheißen weh. Jean, setzen Sie sich doch bitte auf meine Rechnung und bringen Sie der Dame ein Glas Gin Tonic. Das ist jetzt echt nicht nötig. Ich weiß. Aber ich möchte Sie ein bisschen aufheitern. Mit Alkohol. Mit einem anregenden Gespräch.
Sie wurden versetzt? Da sind Sie nach so vielen Jahren mal wieder in einer Bar und dann läuft alles schief. Woher wissen Sie das? Eine Berufskrankheit. Was machen Sie denn? Qualitätsmanagement? Warum ist eine so attraktive Frau wie Sie immer noch Single? Wieso sollte ich Single sein? Ich könnte doch auch verheiratet sein und mich hier mit einer Freundin treffen. Aber ich habe es Ihnen angesehen. Und wenn ich immer noch Zweifel hätte, würde mich der Konjunktiv in Ihrem letzten Satz überzeugt haben. Ja. Ich bin alleinerziehend. Meine Tochter Sarah ist 7 und ihr Vater hat sich vor 5 Jahren aus dem Staub gemacht. Das tut mir leid. Mir nicht. War ein Wichser. Wie ich Sie einschätze, wissen Sie auch schon, was ich beruflich mache. Sie sind Geigerin. An den Fingern Ihrer linken Hand ist eine leichte Hornhaut. Zudem hinterlässt die Stütze der Geige, trotz Tuch, das Sie darüber legen, eine leichte Druckstelle an der linken Seite Ihres Unterkiefers. Okay. Da bin ich jetzt dran. Bitte? Sind Sie Banker? So ein Kredit-Heini? Jetzt haben Sie mich aber beleidigt. Kulturmanagement bei der Stadt. Versicherungsvertreter? Ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Hallo! Toll, dass du noch da bist. Ich habe total die Zeit verschwitzt. Ich war noch in der Sauna. Verstehst du? Sauna? Verschwitzt? Pauli 77? Ja, ganz genau, da bin ich. Schön, dich zu sehen. Ja, also Theater fängt an, dann wollen wir mal, ne? Ist ein Blind Date. Jean, auf ihr Blind Date. Hey. Hey. Sorry, ich wollte vorhin nicht so rumbitschen. Ich glaube, ich habe einfach zu viel Kaffee getrunken. Daniel hatte recht. Das macht ja alles keinen Sinn. Ich finde, du bist eine großartige Schiedsrichterin. Doch, vorhin, da hast du gleich beim ersten Foul von Judith total eingegriffen. Du kannst ja meinen Job machen. Wenn es hier so weitergeht, schmeiß ich heute eh hin. Du kannst das bestimmt genauso gut. Echt? Mhm. Wow, was für ein Zufall. Ich war gerade bei Shorty und habe mich für die zweite Schiedsrichterin beworben. So! Wir machen ohne Daniel weiter. So, hopp, 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 hopp. Wie jetzt eine zweite Schiedsrichterin? Hä? Nee, nein. Also ich dachte nur, es gibt so viele Regeln und dann könnte ich dich vielleicht entlasten. Entlasten? Naja, bisher hält sich das ja ziemlich in Grenzen. Es gibt noch keinen Parcours. Keine Deko, keine Spielgeräte. Ja, das wird ja alles morgen geliefert in die große Halle. Und dann geht's so richtig los. Ohne Sender, ohne Gorweiler. Ganz ehrlich, das war echt mal eine nette Idee hier. Aber wir proben heimlich in einem leeren Studio, in komischen Kostümen, die komisch riechen. Und alles ist irgendwie ohne Sinn und Verstand. Wir machen uns hier ohne Gage zum Affen und wir wissen noch nicht mal, ob das Ding überhaupt produziert wird. Wir brauchen einen Sender. Hast du mit Michi telefoniert? Der ist doch Redakteur. Michi dreht nur noch mit Präger. Und das ist unser größter Konkurrent. Weißt du, was du brauchst? Du brauchst Zucker. Ich geh mal zum Catering und hol dir mal was zu essen, ja? Selbst wenn man es hinter sich lässt, die Leute vergessen nie, was man mal für Fehler gemacht hat.
Ja, die Leute vergessen nie. Das ist so, als wenn man mal eine Rolle gespielt hat und jetzt muss man die für immer spielen, ne? Egal. Ist eh zu flach. Zu niedrig. Was? Ist zu niedrig. Ja, holst du dir nasse Füße, wenn du. Du, so schlimm ist es noch nicht. Quatsch, ich würde niemals von der Brücke. Bitte. Nee. Aber manchmal wird man schon alles gern hinter sich lassen, oder? Findest du nicht? Dann macht man mal eine Pause für sich, aber man springt doch nicht gleich von der nächstbesten Brücke. Nee. Hast du solche Sehnsüchte oder was? Wie sich das wohl anfühlt, weißt du, dieses Gefühl, diese letzten Sekunden kurz bevor man... Was? Ich... Da fragt man sich doch schon mal, oder? Ich bin einfach tierisch durcheinander gerade. Weißt du, ich finde, du bist ein guter Regisseur. Und ich mag's, dass du die Show wie so ein Spielfilm auflösen willst. Wirklich? Ja. Ich würde mich freuen, wenn wir die Show machen würden. Ich bin noch nie zurückgekommen, wenn ich schon mal gegangen bin. Wie fühlt sich das denn an? Wobei, Show must go on, ne? Show must go on. Show must go on! Show must go on. Yeah. Komm. Jetzt komm! Ja! Denk dran, es ist ein Musical, ja! Aus der Bewegung heraus! Oh, Schlangengrube! Oh, Sprung über die Schlangengrube! Über, ja, besser! Über die Schlangengrube muss es gehen, über fließende Bewegung! Gut, dann roll! Sprung, ja, besser! Ja, Mensch, ihr könnt's doch, wenn ihr wollt! Dann aufkommen und danach Burette! Zur Musik! Ja, Burette! Ich bin wieder da! Da! Guten Abend. Ah, hallo. Ich habe neulich meinen Drink nicht bezahlt. Das wollte ich nachholen. Jean? Und? Wie war das Theaterstück mit Ihrem verschwitzten Begleiter? Stinkelangweilig. Alle beide. Er ist gleich am Anfang eingeschlafen. Oh, das tut mir leid. Ich habe in den letzten Tagen über Sie nachgedacht. Tatsächlich? Mhm. Unser Gespräch wurde schließlich an der interessantesten Stelle unterbrochen. Ja, Ihr letzter Tipp war Versicherungsvertreter. Geben Sie mir einen Hinweis, oder? Ich lege mich mit Leuten an, mit denen sich nur wenige anzulegen wagen. Verbraucherschutz? Sie kämpfen gegen Konzerne, die Tierversuche machen. Nein, ich verfolge keine sehr idealistischen Ziele. Und Sie? Kämpfen Sie für etwas? Ich kämpfe einmal im Monat um den verdammten Unterhalt für mein Kind. Ist das idealistisch? Sie kämpfen für Ihre Tochter. Ja. Das ist es. Sie wissen, dass Sie sein Gehalt pfänden lassen könnten. Bringt nichts. Er ist Freiberufler. Medien. Dreht Filme. Mhm. Ah, es ist die Medienbranche, nicht wahr? Sie legen sich mit Leuten aus der Medienbranche an. Mit wem? Mit Menschen, die glauben, sie könnten das System ausnutzen. Ja und? Reißen Sie denen so richtig... Verzeihung. Den Arsch auf? Ja, meistens. Wenn ich den Eindruck habe, Sie haben Dreck am Stecken. Also sind Sie Polizist. Verzeihen Sie, ich muss los. Es hat mich sehr gefreut. Unser Spiel war äußerst amüsant. Vielen Dank. Jean. Halt! Verraten Sie mir wenigstens noch Ihren Namen? Bernhard. Ja, und was machen Sie denn jetzt beruflich? Ich jage die Böse. Hasta la vista, Baby. Spinner.